Bhakti Sutra von Narada, 34. Vers. Die großen Lehrer beschreiben in Hymnen und Liedern verschiedenste Mittel, den Zustand höchster Liebe zu erreichen. Om Shri Mahalakshmi Namaha und herzlich willkommen zum Kommentar zum 34. Vers des Bhakti Sutras, des Leitfadens zur Entwicklung von höchster Hingabe und Gottesliebe, geschrieben vom großen Meister Narada. Ich wiederhole nochmal den Vers. Die großen Lehrer beschreiben in Hymnen und Lieder verschiedenste Mittel, den Zustand höchster Liebe zu erreichen. Es gibt verschiedenste Mittel, den Zustand höchster Liebe zu erreichen. In der Bhagavatam zum Beispiel werden 9 Mittel genannt. Zunächst Kirtana, das heißt Singen des Lobpreises Gottes. Du kannst überlegen, singe ich ausreichend, höre ich mir ausreichend Kirtans an, sei es übers Internet, sei es als CD, oder singe ich einfach. Gehe ich regelmäßig zum Kirtan, vielleicht im Rahmen eines Satsangs einer Yoga Vidya, Yogas Schule oder auch im Ashram. Shravana, das heißt, höre ich mir Geschichten über Gott an oder lese ich über Gott und seine Heiligen? Lese ich in den Schriften? Lese ich über die Swami Shivananda und andere große Heiligen? Dann Smarana, sich an Gott erinnern, sei es indem du ein Mantra wiederholst, indem du ein Gebet sprichst, indem du immer wieder Dinge anschaust oder anhörst, dir bewusst machst, da ist Gott. Vandana, inneres Verneigen. Verneigst du dich vor Gott? Verneigst du dich vor den Bäumen, innerlich mindestens, vielleicht vor einem Altar. Padasevana, Altardienst machen. Hast du einen Altar? Ist er sauber? Hast du eine Kerze dort? Hast du Räucherstäbchen oder Duftlampe? Hast du ein schönes Bild dort? Ist dort eine schöne Zimmerpflanze? Verneigst du dich davor? Wenn du dorthin gehst und drehst und die Kerze anzündest, zündest du sie mit Hingabe an. Das ist Archana, rituelle Verehrung. Welche rituelle Verehrung machst du? Gehst du vielleicht regelmäßig in den Satsang, ein Yoga-Vidya-Zentrum oder im Yoga-Vidya-Ashram? Machst du eine Puja? Oder hast du eine andere Form der rituellen Gottesverehrung? Gibt es etwas, was du dort mehr machen kannst? Sakya und Dasya, kultivierst du die Hingabe zu Gott? Kultivierst du letztlich das Gefühl, Gottes Diener zu sein? Dienst du Gott in den ganzen Geschöpfen? Sakya, sprichst du zu Gott? Spürst du Gottes Gegenwart? Fühlst du Gott? Atmanivedana, gibst du dich ganz vollkommen Gott hin und sagst, o Gott, dein Wille geschehe. Überlege, ob dich einiges davon angesprochen wird und überlege, ob du etwas davon mehr umsetzen kannst. Gleich heute, gleich jetzt und vielleicht noch mehr morgen. Das war's für heute. Ein Kommentar zum 34. Vers des Bhakti Sutra von Narada. Ich habe über die 9 Arten der Hingabe gesprochen, die 9 Bhakti-Praktiken. Und nochmals die Anregung, überlege selbst, was du noch mehr machen kannst, um Gottes Liebe zu erfahren und zu spüren. Mehr Informationen darüber auch auf www.yoga-vidya.de.